Ja, hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 von unserem Together von Saints Row 4. Fluchi, bist du da? Ich bin da und bin bereit. Wunderbar, dann geht's direkt weiter. Tada! So, begib dich zur Pressekonferenz. Dann machen wir das doch. Also, in der letzten Folge haben wir Krebs zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Krebs. War doch so, ne? Was waren das andere nochmal zu? Hunger besiegen. Ach so, okay. Damit kann ich leben. Jo. Filibuster. Was? Filibuster? Was? Schlimmer als Chili? Die 5 auf die 12. Ich sehe das leider nicht. Ah, ja. Also ich kann jetzt antworten, einmal Bauchgefühl, schlimmer als Chili oder Kopfentscheidung, die 5 auf die 12. Aber ich habe gar nicht wirklich zugehört, was der gerade gesagt hat. Egal, irgendwas Aber sagst du ich mir. entscheide immer nach Bauchgefühl und ich sage, schlimmer als Chili. Allow me to Oh! retort. Okay. Das war genau die richtige Entscheidung. Wunderbar. Hey Doris, we still playing tennis later? Ja, wenn ich hier schon so einen 1,90 Charakter erstelle, dann musst Ja, du ja der ist mal schon ziemlich zuhauen. groß für eine Frau. Ja, ne? Oh, wie heißt er denn? Ah, Nightblade, genau. Soll ich bei dem einschlagen oder nicht? Eigentlich Ist der kann ich doof? den nicht so gut leiden, aber Na entscheide dann, du. wenn du den Ich kann nicht eh nichts magst. machen. So. Catch up with you later, Josh. Ach, Josh, genau, Josh Byrne heißt der in echten, also in, wenn er nicht den Nightblade spielt. Ah. So, den haben wir stehen lassen. Oh, Oh, Oleg! der Oleg! Nice work, Oleg. Doch noch eine größer wie Nice. du. Ja, Gott sei Dank. Jetzt fühle ich mich wieder wie im wahren Leben. The president's words were taken Kinsey, out of oder? Ja. context. Kinsey, what's the right context for? And I quote, I'm the patron saint of America. We should probably look into changing the Pledge of Allegiance to one nation under me. That's a great question. Jane? I think we have a problem. Oh, not you two. How many times do I have to... Asha and Miller are waiting for you in the Oval Office. If MI6 needed something, they would send it up the chain, not fly across an ocean. They said nobody back home believes them. Jesus, what's going on? They think we're about to be attacked by aliens. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. This is serious. You know that Kinsey's been saying the same thing. When did you start taking Kinsey seriously? When the people who helped us save the world said we should. All right, I'll swing by after I... Da sind sie schon. Oh Mann, coole Idee. Das nenne ich mal einen Auftritt. Not a time for fear, but a time for celebration. Today, the best and brightest among you will find salvation within the Zin Empire. I'm smarter than all these people. Delightful. Was hat die Kinsey denn vor? I do love your spirit, my dear. I'm Zinyak. Pleasure to meet you. Would you like to join me for a ride? Aha, der entführt also alle unsere Freunde, die es dann zu retten gilt wahrscheinlich. Hinterher! Hands up! Hände weg! Checkpoint erreicht, okay. Was soll ich hier jetzt machen? Begib dich zum Oval Office. Jo. Bist du da? Ja. Ja, direkt hinter dir. Aber ohne Waffe. Vielleicht kann ich ihm so ein paar aufs Maul hauen. Ja, geht. Bam, bam. Da hast du da. Thank God you're right. You okay? Where's Matt? Upstairs, trying to find out what's happening. What is happening? All out war, by the looks of it. Oh, ein Geheimgang. Oh. Mit Waffen. Yep. Deine waffenlose Zeit ist vorbei. Endlich. Okay, was haben wir denn da Schönes? Cool. Also Waffe wechseln, B und linker Stick. Nimm die MP.
Und die Panzerfaust. Du Scheiße, wie viel kann ich die alle nehmen oder muss ich mich dann entscheiden? Ich weiß es nicht. Nimm die MP. Also die MP kann ich nehmen. Wenn man mal aufs Waffenrad geht, dann hat man die Waffen alle. Wo ist... Was muss ich denn da drücken? B. B. B, ja. Und halt. Ah ja, guck mal. Kannst du sammeln. Kannst alles mitnehmen. Ja. Von jedem eins. Mann, die Panzerfaust sieht ja gut aus. Ja. Hab ich alles? Eine Shotgun mit. Okay, ich hab glaube ich alles. MP, Panzerfaust, Schrotflinte und auch irgendwas, was hier in der Mitte war. Schwere MP. Also, was hab ich noch? Raketenwerfer. Automatik. Stimmt, ja. Ja. Was nehme ich denn jetzt? Automatikgewehr. Ich nehme mal das Automatikgewehr. Ja, das hab ich auch. Ui! Wow! Wieso hat denn der jetzt die Schrotflinte? Ich habe ja eigentlich das Sturmgewehr ausgerüstet. Hm. Okay, mit linker Stick kann man in Deckung gehen und wieder aufstehen. Linker Stick, ah ja, okay. Das war beim dritten Teil auch so, da bin ich oft beim Kampf immer in die Hockey gegangen, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Verlaute! Ich muss die abschießen. Bei The Walking Dead ging mir das so mit der Taschenlampe irgendwie, weil L-Stick die Taschenlampe. Ja. Okay, die werden alle entführt. Jawohl. Alles niedermähen, was in den Weg stellt. Oh, nachladen. Ja. Okay, also von der Schwierigkeit her haben wir hier wahrscheinlich kein Problem. Bis jetzt geht. Ja, also auch vielleicht kommt man eigentlich schon locker durch. Das weiß ich aus Teil 3. Begib dich zum Portico. Was soll denn das sein? Das Raumschiff, oder? Ich denke schon. Wir waren nach oben. Matt, halt gern mir fest. Ah, wir werden alle entführt. Oh Mann, ich erzog eine Granate. Das war meine Lieblingswaffe. Kann man jetzt auch eine Granate reinwerfen? Ja. Haben wir welche? Nee, gell? Nee, ich glaube nicht. Aber jetzt könnte man die gut gebrauchen. Was war gerade so ein richtig schönes Pulk dafür? Ja. Was? Viertel 40? Keine Ahnung. Komische Anzeige. Irgendeiner schießt von hinten noch, oder? Das war ich wahrscheinlich, Entschuldigung. Also dadurch. Ja. Boah! Man sieht ja gar nichts. Checkpoint erreicht. Nein! Mein Helikopter, die Schweine! How many of you are there? Bert to Ernie! Bert to Ernie! Activate South Portico Defenses! Let's do this, you gorgeous thing. Jetzt wird's lustig. Ja. Gib dem Raumschiff Saurus. Ach du Scheiße. Töte die Aliens, okay. Mal sehen, ob das funktioniert überhaupt. Sitzt du auch in dem Ding jetzt? Ja, ich habe auch so ein Geschütz. Super. Ach, die müssen wir abschießen, okay. Oh, wo denn? Okay. Boah. Uiuiuiuiui. Ah, da kommen die wieder. Gar nicht so einfach. Nee. Tontauben schießen. Yeah! Ah, langsam läuft es. War das gerade eine Jubelpose? Der zeigt ihnen den Mittelfinger. Tatsache, der verarscht die auch noch. Schieß das Schlachtschiff ab. Okay, das verträgt natürlich ein bisschen mehr. Oder auch nicht. Ich glaube, das war schon. Oh oh. Oh oh.
Ja, genau. Ui. Why do you humans enjoy leaping so much? Get off my lawn, you son of a bitch. Also was für ein Auftakt mal wieder bei Saints Row. Yep. Well, hello there. Da fragt man sich doch echt, wird das noch cooler oder kann das überhaupt noch cooler werden? Boing. Quicktime Event. Yep. Jawohl. Also ich sehe jetzt dich, wie du den verprügelst. Bis jetzt geht's aber auch. Ich musste nicht so viel machen. Der hat aber schon einen recht großen Kopf. Brainiac. Ja. Ui. Der hat geschummelt. Verarscht. Did you really think you could stop me? Shit. Oh, human arrogance. Is there anything more charming? Oh. Das sieht nicht gut aus für mich. Nein. Bravado me to death? I'm going to have fun breaking you. Und da gehen die Lichter aus. Oh Mann. Aber geschafft. Mission erfüllt. Ja, ich bin mal gespannt, wo es jetzt weitergeht. Und eine Errungenschaft freigeschaltet. Oberzerstörer. Yeah. Hey. Huh? Goodness me. Ah, das kenne ich. Ich weiß, was jetzt kommt. Was ist das denn? Geh runter in die Küche. Du wärst in einem 50er Jahre Musical. Ja. Wie schön. Einer Sitcom. Leave it to the Saints. Ja, in den 50ern, da war es halt noch, da war das Leben noch schön. Ja, da war die Welt noch in Ordnung. Morning, dear. I made your favorite breakfast. Was ist das denn? Oh, Mr. King from across the street is going out of town for a few weeks. He was wondering if you could check his mail for him. Oh, and your friend Pierce called. I'm sure he has some crazy new get-rich scheme. Oh, that Pierce. Such a card. And someone named Deck stopped by earlier. I didn't recognize him, so I just sent him away. Ui, mir ist die Gabel runtergefallen. Ja, mir auch. I think I heard Timmy deliver the paper earlier. Geh nach draußen. Could you fetch it, dear? Okay, dann machen sure wir das doch. Thing. Wo geht's raus? Sind wir hier die Kinder in dem Haushalt, ja? Sieht so aus, ja. So ein bisschen auf der Straße spielen. Schön. Oh Gott, der redet wie der Flanders. Schnapp dir die Zeitung, aber die Leute sind alle gut drauf. Die tanzen alle so durch die Gegend. Was ist los? Das will nicht. Fine people of Steelport? Well, get in the car. Ah, wir dürfen Auto fahren. Super. Ah, du fährst. Sind die 50er, ich darf gar nicht fahren. Drücke Y, um in das Fahrzeug einzusteigen, aber schön auf den Verkehr achten. Mach ich. Jetzt bin ich hinten drin. Wir werden gefahren. Nee, du fährst. Nein, ich will nicht fahren, ich will nicht fahren. Oh, verdammt. Fahre Main Street entlang. They sure are anxious to meet you. They? Well, you do have a queer sense of humor. Is it just me, or does everything look kind of weird? Now, what's that you say? Just a nagging feeling. Geradeaus. Can't wait to get out to dann the nach links. This weekend. I hear the fish are really biting. The fish are... Kann gar nicht... What are you talking about? Don't you worry now. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich steuere. Ich glaube, ich mach... Doch, bin ich wohl. Aber es war nur ein bisschen verzögert gerade. Hail to the Chief! Our President is a Saint! Mann, ich drück das Gaspedal hier durch. Das ist alles. Mehr geht nicht. Die Autos waren nicht schneller in den 50ern. Well, here we are. Why don't you glad hand a bit? We got time. Meet and greet! Hey! Wo? Ja, ach so, da drüben, okay. Ah, schon ein bisschen verwirrend jetzt irgendwie. Ja. Yep. Ist hier los?
bisschen sehr beschaulich. Can I get a picture? Sammle Gesundheits-Pickups von Gegnern ein, um deine Gesundheit aufzufüllen. Okay. Geh zum Fototermin. Aww, thank you kindly. Looks like it's time. Betritt das Diner. Also, wir spielen jetzt eine Viertelstunde, aber erst gucken wir uns das erstmal. Ja, würde ich auch sagen. Die Sequenz auf jeden Fall noch. Oh my stars, it's the president! Hi, how are... What the f***? We don't use that kind of language here in Steelport. Ja, was für ein Hechtsprung. Entkomme! Schnell, ich fahre! Wieso kann ich nicht fahren? Wieso kann ich nicht fahren? Jetzt kann ich fahren. Jetzt fahr doch! Oh mein Gott! Ja, ich fahre. What is this? Kinsey, where are you? Das geht echt nicht schneller. Ist das nicht traurig? Doink. Da hat man schon den ersten unbescholtenen Bürger überfahren. Ups. Okay, good. Das gehört sich hier so. Head there and give me a sec. Aus dem Weg. Da gibt's bestimmt auch wieder so einen Counter, wo man halt Punkte dafür kriegt, wenn man die Bürger, also die Bürger, die halt hier in der Gegend rumlaufen, überfährt. Gab's ja in Teil 3 auch. Ich arbeite jetzt schon mal dran, dass wir möglichst viele Punkte da bekommen. Alles umfahren. Fahre ich überhaupt richtig? Oh! Nein. Ich fahre Luftlinie quasi. Ja, da müssen wir lang, genau. So. Wieso habe ich denn keine Karte? Kommt bestimmt noch. Mein Gott, der fährt so langsam. Ah, ich bin da. Ich glaube, zu Fuß wäre schneller gegangen. Brace aber. Ui. Boing. Und die Kinsey rettet uns jetzt aus dem Albtraum, oder? Töte die Polizisten. Haben wir denn Waffen, ja? Oh, das ist gar kein Polizist. Eine Pistole. Wo sind denn die Polizisten? Hier. Verdrückt. Siehst du mich? Ja. Okay. Jetzt sehe ich's. Ich dachte gerade, die wären irgendwo da vorne. Hast du Gesundheit eingebüßt? Hier liegt was zum Einsammeln. Nee, sieht nicht oh, so aus. Da haut mich jemand. Eine Zivilistin auch noch. Spaß für dich. Hey, die haben ja bessere Waffen wie wir, oder? Die kann man die aufsammeln. Nein. Kann man nicht? Was war das denn? Mich hat einer überfahren. Was soll das? Begib dich zum Park, okay. Wie geht Rennen nochmal mit... LB, genau. Nimm den Raketenwerfer. Hui. Bitte. Was ist das denn? Ist das eine Katze? Ja, von... Kannst du die nehmen? Sorge für Vandalismus. Okay, dann mach ich das mal. Das gibt ja ordentlich Punkte. Oh, dass es da keinen Timer gibt. Da gab es nämlich auch Aufgaben im dritten Teil. Nur mit Timer. Ja, waren das nicht meistens auch die Kinsey-Aufgaben? Kann gut sein. Genau, weiß ich nicht mehr. Kinsey steht auch so. Oh oh. Jetzt kommt wohl der Boss. Oh, der ist schnell. Töte den Sheriff. Okay, den haben wir gleich erledigt. Der hat aber wahrscheinlich schon. Der hat schon so Superfähigkeiten. Ja. Super Skills. Okay, das war's wohl. Doink. Immer noch mal einen mitgeben.
Wie sieht es denn mit der Zeit aus? Ja, 20 Minuten haben wir jetzt. Okay. Ich habe zwar meine Armbanduhr an, aber ich habe nicht geschaut, wann es losging. Rose by any other name. Are you trying to kill me or sleep with me? Charming. See, there you go, those mixed messages again. Then allow me to be perfectly clear. I am the architect of your reality. I build what I want. I destroy what I want. And your bravado means nothing. Das gefällt mir gar nicht. Ja, sieht nicht gut aus. Fighting back is pointless, my friend. There's nowhere to run. You belong to me. Now, on to more pleasant things. I'm going to place you in your new home. Try to run again, and I'll destroy your pitiful planet. Did you ever? Ich falle! My friends, each of you are guilty of crimes against the Zin Empire. But today is your lucky day. Today, you get to be a part of a new... Was sind denn das für welche? Die sehen auch nicht so freundlich aus. Nee. Swear your fealty, and I will empower you to be wardens of Simulation 31. You will have one purpose: torment the President of the United States. So. Beyond that, the world is yours to toy with. Ravage it. Indulge in your basest desire. It makes no difference to me. Just leave the prisoner alive. I want them broken. Not dead. Go now and tear their world asunder. Okay, damit würde ich sagen, wir kommen zum Ende, oder? Absolut. Ja, dann gucken wir uns den Rest doch, also das Folgende im nächsten Teil an. Würde ich auch vorschlagen. Danke fürs Reinschauen, Freunde. Bis dann. Bis dahin. Tschüss.